Hallo, liebe Leute. Heute gibt es wieder eine gewisse Ankündigung, wie es weitergehen wird auf meinem Kanal. Und zwar wird sich, beziehungsweise habt ihr schon gemerkt, ich habe versucht und World of Tanks Videos. Das Problem daran ist, ich habe keine aktuellen, die so gut laufen, wo ich so perfekt oder so richtig gut spiele, wo ich sozusagen sage, das möchte ich gerne hochladen. Wenn das natürlich der Fall ist, dann werde ich mir diese Replays schon raussuchen und dann auch entsprechende Videos dazu veröffentlichen. Ich danke euch erstmal dafür, dass sozusagen in den letzten Monaten ordentlich was da an Klicks und Erfolg rumgekommen ist. Ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem weiter treu, auch wenn ich jetzt nicht nur World of Tanks mache. Ich werde nämlich jetzt, wie ihr es wahrscheinlich schon bemerkt habt, auch hier Schatten von Mordor spielen. Das werde ich aber relativ schnell durchspielen, sozusagen in Let's Play. Ich habe es Let's Rush genannt, was bedeutet, ich werde sozusagen in möglichst schnell und kurz, und langen Sessions durchspielen, dass ich dann euch möglichst schnell die Videos bringen kann. So schnell wie ich das durchspiele, kann ich euch dann sozusagen auch die Videos bringen. So, und das andere ist, ihr werdet hier auf dem Kanal halt so ein bisschen ja, Counter-Strike finden, World of Tanks finden, jetzt als nächstes Schatten von Mordor und dann muss ich mal sehen, was ich noch so mache. Das sind sozusagen spontane Sachen, seit ich mit Freunden oder ähnlichen zusammen aufnehme. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich spiele am liebsten irgendwie Koop oder mit irgendjemandem zusammen. Und deswegen ist es dann so, dass ich alleine gespielte Sachen nicht so gerne oder so oft hochlade. Deswegen auch die anderen Projekte, die ich angefangen hatte, sag mal, im Sande verlaufen. Wie gesagt, wenn mein Spiel richtig Spaß macht, dann spiele ich das normalerweise an einem Stück oder einem Rutsch durch. Und dann hoffe ich, dass ich das mit Schatten von Mordor auch hinbekomme. Alles andere, wie gesagt, sind dann irgendwelche Multiplayer-Sachen oder halt gute Runden von World of Tanks, die ich euch dann zeigen kann. Wenn euch das interessiert, bleibt bitte auf meinem Kanal. Wenn nicht, würde ich euch trotzdem bitten zu bleiben, natürlich. Aber ich kann es euch nicht verübeln, wenn ihr dann sagt, okay, das ist mir dann zu viele zufällige Videos, die mich nicht so sehr interessieren, die ich da sowieso nicht anklicke, die ich möchte nicht mehr im Abo-Box haben. Das tut mir dann leid. Ich hoffe, ihr hattet zumindest mit den Videos, die ihr bei mir geschaut habt, Spaß. Und ja, vielleicht bis bald. Dankeschön. Und für alle anderen, die hier bleiben, schön, dass ihr dabei bleibt. Und viel Spaß mit meinen weiteren Videos.